Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Steingärten und Wasserfälle. Sehr zen-mäßig. Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Ha, hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich. Aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Thank you.
Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu tun? Warum fragen Sie? Ehre, wem Ehre gebührt. Hier gibt es sehr viel Korruption. Vielleicht wird es jetzt etwas besser. Was kann ich heute für Sie tun? Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchin waren. Sichern. Niemand kommt rein oder raus!
Alle Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten.
Die Gefechtstürme zeigen doch in die falsche Richtung. Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Winter bei uns zu Hause. Greifen Ziel an! War das? Tiere? Wind? Dieser Ort ist übel mitgenommen. Stromsystem, Commander. Muss für den Großrechner der Station sein. Können wir es reparieren und wieder online bringen?
Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Thank you.
Reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Commander Shepard. Ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level-2-Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level-3-Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level-3-Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung! Warnmeldung! Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben.
Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von... Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Okay.